Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Valentin, Mitgründer von Compagnon. Ich bin der Vitalis, auch Mitgründer von Compagnon. Heute wollen wir dir was ganz Besonderes zeigen. Und zwar zeigen wir dir heute ein paar Features, ein paar Merkmale, Details, die hier an dem Element Backpack verbaut sind. Viele der Features sind offensichtlich, die kennst du auch vielleicht schon, wenn du dich mit dem Produkt beschäftigt hast. Ein paar dieser Details sind nämlich, ja, sage ich mal, nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Wenn du sie aber kennst, wirst du dich auf jeden Fall darüber freuen, dass du dieses Feature an deinem Element Backpack hast. Vielleicht ein paar Worte als erstes zum Material, aus was wir den Rucksack gemacht haben. Das ist der Element Backpack, wie schon gesagt. Ich würde sagen, wir fangen von dem Außenmaterial an. Und zwar verwenden wir ein Hightech-Segeltuch. Der Fachname ist X-Pack. Es ist dreifach laminiertes Segeltuch, wasserabweisend, super robust. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Es ist ein sehr hochwertiges, auch hochpreisiges Material. Aber wir haben gesagt, bei dem Rucksack wollen wir wirklich auch das Beste verbauen. Deswegen haben wir uns für dieses Material entschieden. Am Boden haben wir ein 1000er Cordura verbaut. Also es ist ein sehr widerstandsfähiges Cordura-Material. Der Boden ist versteift von innen. Sodass der Rucksack halt auch alleine steht, selbst wenn er nicht bepackt ist. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Viele Rucksäcke kippen um, sobald man die abstellt. Hier dieser Rucksack, der ist nicht mal beladen und trotzdem bleibt er stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Verwenden von hochwertigen Materialien setzt sich bei den Reißverschlüssen fort. Hier haben wir uns für YKK AquaGuard Zipper entschieden. Die sind getaped und damit auch wasserabweisend. Also das heißt, es dringt nicht einfach so Wasser ein. Und an jeder sichtbaren Stelle von außen, wo ein Zipper verbaut wurde, haben wir diese YKK AquaGuard Zipper. Also quasi hier an der Vordertasche. Hier haben wir dann nochmal ein Seitenfach, ein großes, auch mit YKK AquaGuard Zippern. Und das Rückenteil, über das wir gleich sprechen werden, auch das ist komplett gesichert mit einem YKK AquaGuard Zipper. Aus vielen Gesprächen mit euch wissen wir, dass bei einem Rucksack das Wichtigste der Komfort ist. Das heißt, wir brauchen ein hochwertiges Rückenteil, ein hochwertiges Rückensystem. Und da geht es zum einen darum, dass die Last gut verteilt wird. Zum zweiten geht es aber auch um eine gute Ventilation, um eine gute Belüftung. Und hier haben wir uns wirklich sehr, sehr in die Tiefe mit Rückensystemen auseinandergesetzt und haben unser eigenes Rückensystem entwickelt, das sogenannte Compagnon CarryLite Ergo-System. Bestehend aus diesem Rückensystem hier mit diesen zwei Rippen. Hier haben wir dann auch nochmal so eine Art Stützpolsterung für den unteren Rücken und damit auch verknüpft der Hüftgurt, der rausnehmbar ist. Wie man den Hüftgurt rausnimmt, zeigen wir gleich. Die Kombination aus dem Rückensystem mit Hüftgurt bedeutet, dass ihr auch große Lasten sehr bequem und sehr lange auch transportieren könnt. Wenn dieser Rucksack vollgepackt ist mit Kameraequipment, habt ihr schnell 10, 12, vielleicht auch 15 Kilo mit dabei. Und was das bedeutet, wissen genau die Leute, die das regelmäßig tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Last auf die Hüfte gepackt wird, dass der Zug nicht auf der Schulter ist, sondern auf den Hüftgurt übergeht. Und aus eigener Erfahrung und auch aus vielen Rückmeldungen von euch wissen wir, dass das Rückensystem sehr, sehr gut für euch funktioniert. Genau, was man auch dazu sagen kann, ist, dass wir auch hier oben breite Gurte verbaut haben, die recht gut gepolstert sind, auch wieder um die Last auf eine große Fläche zu verteilen und das Tragen möglichst bequem zu machen. Wenn du jetzt aber sagst, ich brauche den Hüftgurt gerade nicht, weil ich vielleicht in der Stadt unterwegs bin, ein bisschen dezenter unterwegs sein möchte, dann kannst du trotzdem die beiden Schultergurte miteinander mit diesem Brustgurt verknüpfen und auch jederzeit pfeifen, wenn es sein muss. Wahrscheinlich brauchst du es nicht ganz so häufig in der Stadt. Aber man weiß es nicht, in welche Notsituation man so kommt. Draußen im Großstadtdschungel oder natürlich im echten Wald. Der Hüftgurt ist hier an dieser Stelle auch nochmal fixiert, sodass er auch nicht versehentlich irgendwie rausrutschen kann oder verrutschen kann. Ganz wichtig. Und bevor wir den abmachen, zeigen wir auch nochmal kurz, was der so kann. Der hat hier ein sehr großes Seitenfach. Also hier passt auf jeden Fall ein sehr großes Smartphone hinein, eine Powerbank, Powerriegel, vielleicht sogar ein kleines Getränk, je nachdem, was du verwenden möchtest. Vielleicht auch nicht alles auf einmal. Aber sieht man hier ganz deutlich, hier passt einiges hinein. Hier auf der linken Seite gibt es eine Lasche, wo wir auch immer wieder gefragt werden, wofür ist die denn gut? Wir haben diesen Rucksack wirklich so konzipiert, dass man auch am Berg mit dem gut unterwegs sein kann. Und hier kannst du sehr gut Karabiner anbringen. Wir zeigen euch jetzt, wie man den Hüftgurt praktisch entfernt. Wir haben jetzt hier die Ösen rausgezogen, die Gurte, und der Hüftgurt hat in der Mitte einen kleinen Klett innen drin. Den müsste man am besten ein bisschen lösen. Also man fährt mit der Hand rein? Genau.
den löse ich jetzt, ansonsten ist es sehr schwer zu entfernen und dann zieht man einfach raus. Also man braucht nicht zwei Leute, um den Hüftgurt rauszunehmen, ganz, ganz wichtig. Wir machen das jetzt hier einfach, weil wir hier zu zweit stehen. Man kann das auch sehr gut alleine machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man in der Stadt zum Beispiel unterwegs ist, funktioniert es tatsächlich besser, wenn man keinen Hüftgurt dabei hat. Dann ist man einfach ein bisschen wendiger, wenn man jetzt in der U-Bahn steht oder so. Wenn man aber draußen ist, wandert, spazieren geht, macht der Hüftgurt sehr, sehr viel Sinn und wir lassen den eigentlich immer drauf. Hier gibt es nochmal ein ganz nettes Detail. Und zwar, je nachdem, welchen Bauchumfang man hat, kann man ja hier die Länge des Hüftgurtes einstellen. Der Bauchumfang verändert sich leider nicht ganz so schnell, wie man den Hüftgurt verstellen kann. Häufig haben wir die Erfahrung aber gemacht, dass diese Gummiloops sehr, sehr wichtig sind, aber trotzdem das Ende ganz gerne rausrutschen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen hier diese Klettgaragen haben. Das heißt, das überschüssige Band vom Hüftgurt wickelt man so auf und klettet es dann hier ein. Und dadurch baumelt dann einfach weniger rum. So, dann lege ich jetzt aber den Hüftgurt mal weg und wir zeigen euch noch ein paar weitere Sachen hier am Backpack. Am Schultergurt haben wir noch hier diese Metall-D-Ringe, die sehr robust sind und hier vernäht sind. Da kann man verschiedene Add-ons mit anbringen, wie zum Beispiel ein Kameragurt, der dann an beiden Seiten befestigt wird. Ja, oder verschiedenste andere Sachen auch. Beim Verschluss hier für den Rolltop von unserem Rucksack haben wir auch wieder auf Fitlock zurückgegriffen und zwar auf einen sehr bewährten Verschluss und zwar diesen Magnetverschluss hier. Der ist mit einer Hand zu öffnen, um dann an den Rolltop dran zu kommen. Vielleicht kennt ihr unser Rolltop-System schon, das wir auch an anderen Rucksäcken verbaut haben. Hier haben wir sehr viel zusätzliches Volumen zum Hauptfach, in dem wir meistens unser Kameraequipment drin verstaut haben. Und hier oben, das Rolltopfach, kann man für alle möglichen zusätzlichen Sachen verwenden, wie eine Regenjacke oder eine Brotbox oder sonstige Sachen, die ihr einfach mitnehmen wollt. Und wenn es dann nicht benutzt wird, kann es einfach zusammengerollt werden und auch ganz eng wieder mit dem Fitlock-Verschluss verschlossen werden. Beim Rolltop ist der Standardmodus so hier verschlossen oben. Da seht ihr, der Rucksack kann auch dann bis ganz nach oben gefüllt werden. Oder wenn man eher einen leisen Verschluss bevorzugt, kann man diesen Klettverschluss aufmachen. Und dann seht ihr hier innen drin auch noch einen Klettstreifen. Hier können wir dann den Klettverschluss so zumachen und haben dann einfach nur einen gerollten Rolltop und sind dadurch nicht laut, wenn wir ihn aufmachen. Hier ist auch noch eine Kunststoffplatte verbaut. Das bedeutet, wir haben hier immer so eine gewisse Steifigkeit, eine Festheit. Das heißt, der Rolltop bleibt immer gut in Form, selbst wenn wir den zusammenrollen. Wir haben auch uns im Rolltop über eine sinnhafte Aufteilung Gedanken gemacht und dabei ist auch hier dieses Geheimfach in Anführungsstrichen rausgekommen und zwar hier passt ganz ordentlich was rein und wenn das Rolltop zugerollt ist, dann kommt man da auch wirklich ganz schlecht dran. Das heißt, da könnt ihr auch Wertsachen oder sonstige Sachen mit rein verpacken. Wir haben hier vorne eine große Fronttasche, die sich mit den Reißverschlüssen gut öffnen lässt und man sieht hier, wie viel Stauvolumen hier auch wirklich drin ist. Also hier kriegst du auf jeden Fall einiges an Zubehör hinein, ob das Ersatzakkus sind, eine Powerbank, Stifte, Dokumente, einen Geldbeutel, kriegst du hier sehr, sehr gut rein. Es gibt hier auch Unterteilungen nochmal mit Reißverschluss oder auch hier einfach so eine Art Mesh mit Gummizug, wo die Sachen auch immer am Platz bleiben. Direkt darüber liegend gibt es hier nochmal einen Klettverschluss, wo man hier auch schön reingreifen kann. Auch da eignet sich super für irgendwie einen Snack für zwischendurch, ob das jetzt ein Powerriegel ist oder irgendwie eine Tafel Schokolade oder ähnliches. Hier an der Seite packe ich gerne Filter hinein. Das ist eine Tasche, die an der kompletten Seite hochläuft und auch komplett nach hinten durchgeht. Also das ist wirklich auch wieder hier ein riesen Stauvolumen. Das sieht man hier auch an diesem Ziehharmonika-Prinzip. Hier passt auch wieder einiges hinein. Und hier direkt auch die Kombination mit einer großen Halterung für eine Trinkflasche. Auch da haben wir immer wieder von euch gehört, dass Trinkflaschenhalterungen sehr, sehr wichtig sind, haben da genau zugehört. Macht natürlich auch Sinn, wenn man eine längere Tour draußen läuft, dass hier auch eine große Flasche reinpasst. Also hier kriegst du eine 1,5 Liter Kunststoffflasche sogar hinein. Ja. Auf der anderen Seite
haben wir auch hier wieder ein Gummizugfach. Wir haben hier auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, ein Stativ oder eine Flasche auch reinzupacken. Haben hier das Klicksystem auch nochmal. Das heißt, ich kann mich entscheiden, möchte ich auf der rechten Seite, also wenn ich den Rucksack anhabe, auf der rechten Seite mein Stativ haben oder möchte ich es auf dieser Tasche haben. Logischerweise, Stativ und Flasche verträgt sich nicht. Also man muss sich entscheiden, entweder habe ich auf einer Seite die Flasche und auf der anderen Seite das Stativ oder halt genauso gespiegelt. Ein wichtiges Merkmal von unseren Kamerarucksäcken ist der Seitenschnellzugriff. Der sieht so aus. Das heißt, hier kriege ich auch eine Vollformat DSLR mit Batteriegriff rein und raus geschoben. Ja, das sieht dann in der Praxis in etwa so aus. Ich habe das jetzt offen gelassen. Ich greife hier einfach um, mache den Zipper auf oder zu und mache das Ganze hier auf. Hier sieht man es auch noch mal ganz gut. So sieht es aus, wenn ich den Seitenschnellzugriff benutze. Wenn ich die Zipper hier unten enden lasse, dann greife ich hier in dieses kleine Fach hinein und hier kommt jetzt ein Karabiner zutage, der hier mit einem Gummiband verbunden ist und hake meine Reißverschlussenden in diesen Karabiner ein und habe hier sozusagen dann eine Diebstahlsicherung. Auch ein nettes, schlaues Feature. Hast du dir da überlegt, Vitali? Aber hallo, und nicht nur das. Wir haben sogar einen zweiten Karabiner, der für die Fronttasche gedacht ist. Und zwar kann man auch von der Fronttasche, wenn man da irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge drin hat, hier mit absichern. Natürlich kann man trotzdem hier drankommen, aber wenn da jemand versucht, dann irgendwie was zu öffnen, wird man das dann sofort merken. Der Element Backpack ist nicht unser erster Rucksack und wir haben auch schon ein paar Dinge lernen dürfen, sage ich jetzt mal, über die Jahre, seit wir Rucksäcke bauen. Von Anfang an haben wir aber das Prinzip verfolgt, dass der Rucksack von hinten beladen wird. Hat im Kern zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, der Rucksack wird so auf den Boden gelegt und dann nach hinten aufgeklappt. Das heißt, das Rückenteil bleibt immer sauber. Logischerweise bleibt dann die Jacke oder der Pullover auch immer sauber. Und das zweite ist, keiner kann von der Seite reingreifen, wenn ich den Rucksack auf dem Rücken anhabe. Damit wir möglichst schnell und komfortabel an unser Equipment, das ja im Inneren des Rucksacks ist, drankommen, haben wir uns dafür entschieden, die Schultergurte auf das Rückenteil zu fixieren. Damit das ganze Gewicht vom Rucksack nicht nur auf den Reißverschlüssen hängt, haben wir gesagt, wir machen hier Klickverschlüsse dran, sodass es hier sozusagen eine Zugentlastung gibt. Das würde bedeuten, ist noch nie vorgekommen, aber man weiß es ja nicht, wenn hier 10, 15 Kilo drin sind, man springt irgendwo runter, irgendwie einen Felsen oder von einem Baum runter, dann ist hier natürlich schon punktuell ein starker Zug drauf. Und deswegen haben wir hier diese Sicherung nochmal angebracht. Der Hersteller, der sich sehr gut mit Outdoor-Sachen auskennt, hat eigentlich gesagt, ja, ist vielleicht überflüssig. Aber wir haben gesagt, nee, wir wollen auf eine Nummer sicher gehen und hier diese Sicherheitsverschlüsse, nennen wir es mal so, mit einbauen und haben uns auch dafür entschieden, die wirklich reinzumachen. Das X-Pack-Material ist schon sehr wasserabweisend. Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, ein Regen- und Schmutzcover hier unten zu verbauen, das lose drin ist. Das heißt, wir können es komplett rausholen und wenn es mal nass ist oder schmutzig, könnt ihr es abwaschen und trocknen und dann wieder hier in diesem extra Fach für das Regen- und Schmutzcover mit wieder verstauen. Wir haben hier vorne ein kleines Hyperlon-Band und zwar ist das für ein Fahrradlicht gedacht, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, abends, auch auf dem Fahrrad, auch zu Fuß. Um besser sichtbar zu sein, haben wir hier die Vorrichtung für ein Fahrradlicht oder ein Licht einfach für den Rucksack gebaut. So sieht das gute Stück von innen aus. Jetzt sieht man auch sofort, was hier hineinpasst. Hier kriegst du auf jeden Fall eine vollständige Kameraausrüstung reingepackt, ob das jetzt eine DSLR-Vollformatkamera vielleicht mit Batteriegriff ist und mit entsprechend großen Vollformatobjektiven. Da kriegst du auf jeden Fall ein, zwei Bodies hier hinein plus noch 4, 5 Optiken. Hast du immer noch Platz hier oben zum Beispiel vielleicht für eine kleinere Drohne. Hier haben wir einen Laptop-Case. Hier passt ein 15 Zoll Laptop hinein. Auch das ist ein praktisches Feature. Das sind diese Klett-Taschen, wo du Speicherkarten oder auch Akkus reinmachen kannst. Und auch noch ein ganz nettes Feature, das zeige ich hier an meinem Rucksack. Im Rückenteil hier verbaut. Ich hole es nur bei mir mal kurz raus. Genau, hier vorne drin ist hier so eine Isoliermatte.
auf die ich mich ja nicht draufsetzen kann. Eigentlich bin ich dämlich, dass ich hier auf diesem kalten, feuchten Baum sitze. Wir haben hier in dem Element-Rucksack verschiedene Polster verbaut. Und zwar haben wir 7 von den kleineren Polstern hier. Ein paar von denen haben auch so kleine Netztaschen hier, wo man Objektivdeckel oder sonstige Kabel auch verstauen kann. Dann haben wir dieses breite hier, sieht man, dieses Polster hier drin und ein langes, ganz oft knickbares Polster, was um die Kamera drumherum gebaut werden kann, wenn wir es von der Seite reinbauen. Das ist natürlich die Standardaufteilung, aber die Aufteilung kann eigentlich für jedes gängige Kamerasystem angepasst werden. Im Lieferumfang sind auch 10 von diesen Bändern mit dabei. Damit kannst du die einzelnen Polsterbereiche nochmal zusätzlich sichern. Das heißt, du hast hier eine wertvolle Optik drin, irgendein Zubehörteil. Dann kannst du das einfach nochmal drüber spannen und dann ist es fest. Als wir Compagnon 2013 gegründet haben, haben wir von Anfang an großen Wert darauf gelegt, mit guten Partnern zusammenzuarbeiten. Also Partnern, die gute Arbeitsbedingungen haben, wo es den Mitarbeitern auch gut geht. Und haben da von Anfang an auch mit einem deutschen Partner gearbeitet. Nach kurzer Zeit sind wir in Polen auch gelandet, in der Nähe von Krakau. Mit dieser Firma arbeiten wir auch immer noch eng zusammen. Dort werden alle Ledertaschen und auch die Canvas-Backpacks produziert. Hier haben wir aber jetzt ein anderes Material. Und dieses Material, da ist es gar nicht so einfach, einen guten Produzenten in Europa zu finden, der mit diesen Materialien gut umgehen kann. Und so kam es, dass wir uns dann auch in Asien umgeschaut haben, in Vietnam, um genau zu sein, und haben dort nach langer Suche, intensiver Suche, du bist 2 Mal in Vietnam gewesen, einen Top-Partner gefunden, der jetzt hier die Element-Line für uns baut. Ja, wie Valentin gesagt hat, waren wir ein paar Mal in Vietnam, haben uns mehrere Hersteller angeguckt und sind dann bei dieser Firma hängen geblieben, die sehr viel Know-how im Outdoor-Bereich hat. Die sind gar nicht mal so stark, muss man sagen, im Fotobereich unterwegs, sondern hauptsächlich im Outdoor-Rucksackbereich. Und das war uns eigentlich auch das Wichtige, dass wir hier einen guten Produzenten finden, der auch was von Rückenteilen versteht und weiß, wie kann ich einen Rucksack konstruieren, bauen, der sehr bequem und gut zu tragen ist. Das war für uns so ein bisschen das Hauptkriterium, weil wir uns mit Kamera-Equipment und dem Zeug auskennen, wie ein Kamerarucksack funktioniert, war uns wichtig, jemand dazu zu holen, der sich mit Outdoor-Equipment auskennt. Und das haben wir bei diesem Hersteller gefunden und sind auch echt happy mit dem und arbeiten sehr gerne mit ihm zusammen. Und am besten arbeitet man mit den Firmen zusammen, die auch schon für andere Top-Marken arbeiten. Also unser Hersteller arbeitet unter anderem mit Neuronna, mit Patagonia zusammen. Also wer ein bisschen im Outdoor-Bereich unterwegs ist oder sich da ein bisschen auskennt, weiß, das sind absolute Premium-Marken. Ja, dann sagen wir mal Dankeschön, dass du dir die paar Minuten Zeit genommen hast, dir das Tutorial angeschaut hast hier vom Element Backpack. Und schau dir auch gerne die anderen Videos an, die wir hier gemacht haben über die Element-Linie. Wir würden uns freuen, wenn du dich für eines unserer Produkte entscheidest.